Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Wir befinden uns im Kraterberg auf dem Weg zur Spitze, wo Cyrus auf uns wartet, was auch immer er davor hat. Aber bis dahin ist es, glaube ich, noch ein gutes Stück und einige Galaktikrüpel werden versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Erdbeben. Aber das kriegen wir schon alles hin. Also ich denke, wir werden heute die Spitze erreichen. Das sollten wir schaffen. Also die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon, glaube ich. Ich könnte nachgucken, aber ich bin zu faul. Auf jeden Fall. Nein, ich habe ein Lösungsbuch, aber das Problem ist einfach, ich habe das bei meinem Pokémon Schwarz Let's Play gemacht, als ich durch die Siegelstraße gelaufen bin. Da habe ich hier ein Lösungsbuch liegen gehabt und habe eben geguckt, wo ich langlaufen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zum einen ist es irgendwie ein bisschen lame und zum anderen ist es zum Let's Play nicht wirklich gut. Weil man dann immer über diesem Lösungsbuch hängt und die sind ja jetzt auch nicht so extrem toll aufgebaut. Und dann, ja, jetzt muss ich bei A rein und dann komme ich da bei C wieder raus und hier und da. Und in der Zeit, wo man sich mit dem Lösungsbuch auseinandersetzt, kommentiert man nicht wirklich. Und es passiert nicht wirklich was. Also man steht quasi auf der Stelle und schweigt. Und das ist echt für den Zuschauer ein bisschen doof. Deswegen, nee, nicht nochmal mit Lösungsbuch. Ich glaube, das ist nicht so gut für mein Commentary, beziehungsweise für das, was passiert. Deswegen kämpfe ich mich lieber so hier durch, auch wenn ich mich verlaufe. Das ist zumindest authentischer, als alles nachzugucken. War auch übrigens die einzige Stelle, wo ich jemals ein Lösungsbuch benutzt habe im Let's Play. Mache ich auch nicht mehr. Was wollte ich denn jetzt sagen? Auf jeden Fall werden wir heute oben ankommen, das wollte ich sagen. Ich denke aber, ich werde dann auch Schluss machen. Denn auf der Spitze passiert einiges und das wird eine ganze Weile dauern und ich denke, es wäre halt ein bisschen doof, das da noch in irgendeinen Part reinzuquetschen. Also das verdient auf jeden Fall einen eigenen Part. Deswegen, da unten komme ich ja sowieso nicht rein. Kann ich auch wieder gehen. Deswegen auf jeden Fall in diesem Part schließen wir den Kraterberg soweit ab und im nächsten Part gehen wir dann zur Spitze, dem lieben Cyrus Hallo sagen. Einmal hier rum. War das jetzt richtig? So halbwegs. Okay. So schaut der Plan zumindest aus. Ich vermute auch, ich werde noch ein bisschen trainieren, denke ich. Also, normalerweise laufe ich hier ja immer ohne Topschutz durch. Dann trainiere ich ja schon genug. Von da bin ich gekommen, ne? Ja. Aber in dem Fall werde ich dann wahrscheinlich im Nachhinein noch ein bisschen trainieren. So, hier komme ich nirgendwo lang. Also ich muss da schon hoch. Nur im letzten Part habe ich da irgendwie keinen Eingang gefunden. Ich bin wahrscheinlich einfach blind. Hauptsache, ich habe 100% Sehstärke auf beiden Augen, aber ich sehe die Hälfte der Eingänge nicht. Also ich kann hier runter. Da ist ein Eingang. Ja, ich bin tatsächlich blind. Okay, hätten wir das auch geklärt. Gut. Dann einmal hier hoch. Wo sind wir denn jetzt? Komm näher. Definitiv. Unser Boss wird am Gipfel etwas Großes tun. Und ich muss mich hier mit einem kleinen Eindringling herumschlagen. Ach Mann. Wobei, wir sind jetzt schon so weit oben. Eventuell kommen wir heute sogar noch auf die Spitze. Fällt mir gerade so ein. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal 4 Minuten. Und wir sind schon recht weit oben, fällt mir gerade so auf. Ich muss mal schauen. Werde es ja feststellen. Irgendwie habe ich den Kraterberg auch länger in Erinnerung. Das kann aber auch echt sein, weil ich hier sonst immer ziemlich viel trainiere im Vorfeld. Und ja, mit den ganzen wilden Pokémon dauert das natürlich länger. Aber ich denke, es ist für euch einfach ein bisschen langweilig mit den ganzen wilden Pokémon. Deswegen, ich werde wahrscheinlich, wobei, ich weiß noch nicht, eventuell werde ich ein bisschen trainieren im Kraterberg, bevor wir zur Spitze gehen, eventuell auch nicht. Je nachdem, wie viel Lust ich habe. So wie ich mich kenne, habe ich keine Lust, aber schauen wir einfach mal. Offscreen-Training ist immer so eine Sache. Generell Training in Pokémon finde ich immer langweilig. Oh, Tiefschlag. Ach, Takoro. Jetzt wollte ich Drachenklaue nicht einsetzen wegen den AP und dann kommt sowas. Danke.
Und ich muss anmerken, ich habe seit einiger Zeit einen neuen Schreibtischstuhl, weil mein anderer war echt... Naja, ne? Sagen wir einfach, der war nicht mehr wirklich zu gebrauchen, um es höflich zu sagen. Also man konnte die Größe nicht mehr einstellen. Der war immer auf der niedrigsten Stufe. Und ja, ich bin klein, deswegen sind meine Schreibtischstühle generell immer recht niedrig eingestellt. Das ist immer lustig, wenn ich Besuch kriege. Ein Freund von mir zum Beispiel, der wohnt hier um die Ecke, der ist 20 cm größer als ich. Und wenn der sich auf den Stuhl setzt, ist immer sehr lustig, die Reaktion zu beobachten. Aber der war schon echt verdammt niedrig, der andere Stuhl. Also man konnte am Schreibtisch eigentlich gar nichts mehr machen, weil der Stuhl einfach viel zu niedrig war. Und dann bin ich letztens irgendwann los und habe mir einen neuen gekauft. Der ist zwar jetzt auch nicht, wer weiß wie teuer, also die hatten da auch Stühle für 300, 400 Euro, aber ich bin ganz ehrlich, ich brauche einfach nur einen normalen Schreibtischstuhl. Also da tut es auch einer für 100 Euro. Das ist auch schon viel Geld. Aber es gab auch keine günstigeren Schreibtischstühle. Der ist jetzt blau, hat auch so Armlehnen und der ist ganz bequem. Und vor allem, man kann die Größe wieder einstellen. Das ist schön. Wobei, wenn ich irgendwas am Schreibtisch mache, dann stelle ich den immer ein bisschen höher. Wenn ich aufnehme, dann stelle ich den aber immer ein bisschen niedriger. Denn sonst bin ich nicht auf der Höhe von meinem Mikrofon. Das steht da hier auf meinem Schreibtisch. Und das kann ich schlecht beschreiben. Also ich könnte das Mikro natürlich auch höher machen. Also ihr müsst euch vorstellen, neben meinem Schreibtisch ist diese Stange, die steht da so, senkrecht. Und im 90-Grad-Winkel ist dann eben noch eine zweite Stange da drauf, die dann eben auf meinen Schreibtisch drauf ragt, sag ich mal, und da ist das Mikrofon dran. Und klar, ich könnte das so hoch machen, wie ich möchte. Dann müsste ich meinen Schreibtischstuhl auch nicht beim Aufnehmen mal kleiner machen. Nur ich mag das nicht, wenn das Mikro so frei in der Luft hängt. Es ist halt auch nicht so gut für die ganze Konstruktion. Weil das Mikro wiegt ja auch ein bisschen was und dann wackelt das auch immer so ein bisschen und rutscht weg. Und es ist schwer zu beschreiben, aber an der Stange ist noch mein Popschutz dran, also dieses runde Ding. Das kennt ihr bestimmt, was man vor so ein Mikro macht, damit die P-Geräusche so ein bisschen gefiltert werden. Und dieser Popschutz, also die Stange, wo der Popschutz dran ist, das Ding ist auf meinem Schreibtisch abgestützt. Das passt genau von der Höhe her. Und das gibt natürlich der ganzen Konstruktion auch so ein bisschen Halt. Das könnt ihr euch schlecht vorstellen, ne? Versucht es euch einfach mal vorzustellen. Auf jeden Fall, ja. So wie es jetzt steht, ist es super stabil. Die Konstruktion ist abgestützt und alles. Und würde ich das Mikrofon jetzt höher schrauben, dann wäre das Ganze nicht mehr abgestützt. Und das möchte ich nicht. Deswegen stelle ich dann doch lieber meinen Schreibtischstuhl ein bisschen kleiner. Ist wesentlich angenehmer und nicht so aufwendig. Informationen, die die Welt nicht braucht. Aber hey, das musste mal gesagt werden. Auf jeden Fall mag ich meinen neuen Schreibtischstuhl. Der ist bequem, der ist neu und vor allen Dingen der Verkäufer hat ihn mir bis ins Auto getragen. Das war so lieb. Ich hätte den auch gar nicht in den Kofferraum gepackt. Der hätte auch gar nicht in den Kofferraum gepasst. Deswegen hat der Verkäufer den Stuhl auf dem Parkplatz aus dem Karton rausgenommen. Und hat dann alle Einzelteile in mein Auto gepackt. Und das fand ich so lieb. Also es gibt noch nette Verkäufer heutzutage. Definitiv. Ach, von hier komme ich, oder? Na, bin auch schlau. Ich glaube, ich sollte mal lieber hier langlaufen. Sind wir jetzt echt schon oben angekommen? Wow. Das ging schnell. Okay. In dem Fall will ich jetzt noch trainieren. Ich bin eigentlich voll unterlevelt. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so viel Lust zu trainieren. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal weiter, auch auf die Gefahr hin, dass es ziemlich knapp werden wird. Mit den Leveln. Und ich denke, ich werde dann einfach vor der nächsten Arena ein bisschen mehr trainieren. Ich denke, das kriegen wir hin. Die Frage ist, wen schicke ich nach vorne? Oh, ich weiß nicht, was die vorne haben. Was könnten die vorne haben? Golbert? Bronzel? Irgendwie sowas.
Ich schicke mal Michi nach vorne. Denke ich. Ist einfach jetzt so Bauchgefühl. Weil wir versuchen es einfach mal mit Michi. Michi hält auch einiges aus, deswegen. Ich weiß jetzt echt nicht auswendig, was da auf uns zukommt. Aber wir werden es herausfinden. Nach der Werbeunterbrechung. Nein, natürlich nicht. So, da wären wir auch schon. Aber ihr wollt auch erst kämpfen, oder? Okay, dann kann ich doch erst Debbie nach vorne tun, denke ich. Beziehungsweise euch beide. Scheint ja ein Doppelkampf zu sein. Euch habe ich vergessen. Unser Boss vollbringt gleich etwas ganz Großes. Komm mir nicht in die Quere. Du willst doch dazwischen funken, oder? Nein, ich bin nur Tourist. Mehr nicht. Ich möchte nur die Sperrsäule besichtigen. Und ja, das Ding hier oben heißt Sperrsäule. Auf dem Gipfel. Ein sehr cooler Ort, muss ich sagen. Ich mag die Sperrsäule. Die wirkt so ein bisschen altertümlich und mystisch. Muss ich sagen. Also, richtig toll. Aber dass wir hier so schnell hochgekommen sind. Ich hätte gedacht, wir brauchen wesentlich länger. Aber gut. So, Surfer kann ich jetzt schlecht machen im Doppelkampf. Also könnte ich schon, aber das möchte ich Debbie nicht zumuten. Dann haben wir doch heute ziemlich viel Action in diesem Part. Das ist doch schön. Ich dachte, wir wandern jetzt noch ganz entspannt durch den Kraterberg, aber im Grunde genommen geht es jetzt schon los. Dankeschön. Angriff sinkt stark. Spezialangriff sinkt stark. Super. Glebunkel, und was ist das andere? Charmian, na gut. Denke, das kriegen wir auch so hin. Da muss Debbie eben mal ein bisschen mehr Arbeit machen. Also Memento Mori ist so eine richtig komische Attacke. Ich meine, die ist sehr effektiv. Also Angriff und Spezialangriff stark senken ist schon nicht schlecht. Aber dass man das eigene Pokémon dafür opfert. Ich meine, klar, wenn man sowieso nur noch ein paar KP hat, warum nicht? Aber ob man das immer so abschätzen kann? Weiß nicht. So. So, und dann war's das. War jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, der Kampf. Aber ich kann euch sagen, die Kämpfe, die jetzt kommen, die sind nicht ohne. Ich hatte ja schon gesagt, es ist quasi so ein kleines Finale. Zumindest das Finale, was die Geschichte von Team Galactic angeht. Und dementsprechend ist das echt schon recht stark. Wir sind unfähig, dich aufzuhalten. Na gut, du darfst passieren. Unsere Bosse machen Kleinholz aus dir. Das will ich sehen. So, jetzt kommt aber Michi nach vorne. Für den ersten der großen Kämpfe. Aber es sieht schon ziemlich genial aus, finde ich, hier so. Mit den ganzen kaputten Säulen. So, da stehen auch schon die beiden. Wie stellst du dir das eigentlich vor, dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche. Na, wenn das mal nicht dieser kleine Goldjunge ist. Wie haben sie, der stärker geweint hat? Hat er die Mami die Nase geputzt? Los, kämpfen wir 2 gegen 2. Epischer Kampf. Ich finde es sowieso genial, dass wir gegen Mars und gegen Jupiter kämpfen. Na toll. Und dann finde ich es auch noch super, dass wir mit Basti zusammenkämpfen. Ich meine, Mamfaxo ist jetzt auch nicht so das Traum-Pokémon. Aber es ist irgendwie cool, dass wir zu zweit kämpfen, 2 gegen 2. Na, das macht gar keinen Schaden. Alles klar. Ich dachte vielleicht ein bisschen. Ja, holt die Doppelschilde raus. Du hortest dich, sehr schön. Die Frage ist, habt ihr jetzt Hitzeschutz oder Schwebe? Wir werden das herausfinden. Auf jeden Fall finde ich diesen Kampf wirklich episch, muss man sagen. Also, alles, was hier oben auf der Sperrsäule ist, ist natürlich schon genial.
Und man denkt natürlich, okay, wir kämpfen gegen Cyrus. Fertig, aus. Aber ich finde es super, dass wir auch noch gegen die beiden Commander kämpfen. Weil ich meine, wir haben ja gegen Saturn gekämpft. Im Galaktik-Hauptquartier. Aber gegen die beiden ja nicht nochmal da. Deswegen finde ich es total toll, dass die hier nochmal auftauchen. Ich meine, klar, letztendlich, sie schinden nur Zeit. So, ich riskiere es jetzt einfach gnadenlos. Okay, ihr habt beide Schwebe. Super, ich dachte wenigstens einer von euch hat vielleicht keine Schwebe. Entschuldigung am Faxo. Aber no risk, no fun. Ja, also ich finde es auf jeden Fall genial, aber die Bronzel regen mich kolossal auf. Mit ihrem Sondersensor. Vor allem, warum haben die beide Schwebe? Wieso konnten die nicht beide Hitzeschutz haben? Das ist schön für dich. So. Dann versuche ich es noch mit Drachenklaue. Der Reflektor ist noch draußen, aber... Wow. Man muss ja zumindest versuchen anzugreifen, ne? Wobei das irgendwie mit Takoro auch nichts wirklich wird. Der steckt so viel Schaden ein. Gut, dass sich dieser erste Kampf hier gar nicht zieht. Aber ich hasse einfach Bronzen. Und vor allem, ich habe nichts Effektives dagegen. Ich hätte jetzt Erdbeben machen können, das habe ich ja versucht, aber es ging ja leider nicht. Es wäre so schön gewesen, mit Erdbeben einfach mal beide zumindest stark zu schwächen. Aber gut. Kann nicht immer funktionieren. Und Feuer-Pokémon habe ich leider nicht. Und mein Faxo macht ja auch nichts Vernünftiges. Ich meine, ich habe nichts dagegen, Doppelkämpfe zu machen mit anderen Leuten. Ob es jetzt Lucius ist oder Reißer oder Urs. Aber dieses Mamfaxo, das heilt sich nur. Das ist alles. Deswegen, ohne Rücksicht auf Verluste, kommt jetzt der Surfer. Volltreffer? Ja. Weil ich meine, die Stärke von Surfer wird ja halbiert. Im Doppelkampf. Macht ja nicht, 95, glaube ich, ne? Schaden auf beide, sondern wird natürlich halbiert. Dementsprechend war das schon so ein bisschen viel Schaden für einen normalen Treffer. So, noch ein Surfer hinterher. Ich esse mal eben eine Erdbeere. Das muss, das muss. Es ist nur Nervennahrung, glaubt mir. Wegen diesem Bronzel. Es hat nichts damit zu tun, dass ich süchtig bin nach Erdbeeren oder so. Nein, gar nicht. Nils wurde verwirrt, das ist aber schön. Wow, du greifst an, ich bin begeistert. Das macht auch noch so unendlich viel Schaden. Skunktank. Mhm. Ich weiß, dass das Ding Flammenwurf kann. Das weiß ich noch. Oh, sehr schön. Aber er hat auf jeden Fall noch einen Staraptor, glaube ich. Verdammt. Das wäre jetzt so gut gewesen mit dem Surfer. Nee, Galoppa kommt. Ah, Galoppa, da kann ich jetzt keinen Surfer machen. Galoppa ist sogar recht gut. Ja, definitiv. Also Galoppa möchte ich jetzt nicht unbedingt besiegen. Hatte er nicht noch einen Staraptor? Ich habe irgendwie gedacht, jetzt kommt Staraptor. Aber Galoppa ist auch super. Also ich glaube, damit kann ich auf jeden Fall besser leben als mit meinem Faxo. Wow. Ich darf das hier echt im Alleingang machen, ja? Das macht ja gar keinen Schaden. Machen wir es mal so. Aber wie gesagt, einen Surfer jetzt zu machen gegen das Galoppa, ist schon schlimm genug, wenn die das Galoppa killen. Aber da muss ich ja nicht noch mithelfen. Jetzt killst du dich selber.
Jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes reinkommt. Also der Kampf ist echt nicht ohne, muss man sagen. Aber wir werden, glaube ich, danach auch geheilt. Und die Schilde sind weg. Yay, Doppelstaraptor. Level 42. Männlich und weiblich. Debbie, du hast einen Freund gefunden. Einen ganz lieben. Warum schlitzt du mich auf? Und ich wollte auch Nahkampf machen, wie gemein. Nachmacher. Aber gut, ich meine Nahkampf auf das Gungtank, na gut. Halbwegs okay. So ein doppelter Nahkampf ist schon irgendwie genial. Dürfte aber auch sein letztes Pokémon sein, oder? Also ich glaube nicht, dass der da noch ein Pokémon reinschickt. Ich denke mal nur drei. Ich weiß es aber nicht genau. Golbat. Dann wechsle ich mal wieder. Der Bi ist ja auch schon ziemlich angeschlagen. Also wenn man auf die Level guckt, ich habe ja gesagt, wir sind unterlevelt. Aber ich hatte absolut keine Lust, noch zu trainieren. Dementsprechend. Wir kämpfen uns jetzt hier einfach durch. Es ist schon okay, wir kriegen das hin. Bin ich von überzeugt. Zitrobeere? Ja. Autsch. Und da ist der Flammenwurf. Ich sag dir, das Ding kann Flammenwurf, wo auch immer der da rauskommt. Aus seinem Fuß, Rücken, Fell, was auch immer. Autsch. Aber rein theoretisch, wenn das Golbat weg ist, dann haben wir Bronzel, wir haben Schnurrgast und wir haben das Golbat weg. Dann ist die eine Seite auf jeden Fall komplett weg. Oh, Level 43, das ist sehr schön. Also der Kampf ist nicht ohne, definitiv. Aber wir sind natürlich auch unterlevelt. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, ich wusste nicht, mit welchen Pokémon die anfangen. Und das dritte Problem, das Mamfaxu hat nichts Vernünftiges gemacht. Aber wir kriegen das alles hin. So, noch zwei Golbat. Das sollten wir ja eigentlich packen. Ah, du machst Ruckzuckhieb, okay. Jetzt wollte ich es eigentlich finishen, wenn ich das gewusst hätte. Naja. Oh, und Level 43 für Debbie, das ist auch schön. Und 44 für Amde. Ja, Schiss, Staraptor. Gut gemacht, Amde. Attacke abwehren ist immer super. Na, das reicht nicht ganz. Oh, du bist paralysiert, sehr schön. Ah, du hast doch noch ein Pokémon, okay. Also schickst du doch alle sechs in den Kampf, oder... Keine Ahnung, wie viele Pokémon er hat. Allerdings, nach diesem Kampf hier... kommt eine wahnsinnig epische Szene direkt. Und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt hier Schluss. Wir beenden den Kampf im nächsten Part und schauen uns in aller Ruhe diese wahnsinnig epische Szene an. Denn ich denke, die Szene hat es schon verdient, nicht einfach in den Part reingequetscht zu werden, sondern wirklich einen eigenen Part zu kriegen. Auch wenn Cliffhanger immer gemein sind. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Ciao, Leute!